Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 257 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Wir möchten dir danke sagen, dass du Kraft und Stärke hast und dass du uns die Augen auch öffnen möchtest, was in unserem Leben noch getan werden muss, was noch geschehen muss, welche Probleme noch nicht gelöst sind. Herr, öffne uns die Augen und schenke uns deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua 13. Gott hat dem alten Josua gezeigt, was noch eingenommen werden muss vom Land Kanan und die entsprechende Verteilung des Landes angeordnet. Wir lesen ab Vers 6. Alle, die im Bergland wohnen, vom Libanon an bis Misrefort Maim und alle Zidonier, ich will sie vor den Söhnen Israels vertreiben, teile sie nur als Erbesitz unter Israel durch das Los, so wie ich dir geboten habe. So teile nun dieses Land als Erbe aus unter die neuen Stämme und den halben Stamm Manasse. Josua bekommt den Auftrag also, Land auch schon zu vergeben, das noch gar nicht erobert ist, im Glauben soll es schon auch an Stämme gegeben werden, in dem Wissen, dass Gott auch zukünftig kämpfen wird und auch das, was bisher nicht erobert werden konnte, noch erobert werden wird, wenn man einfach treu zu Gott steht. Wir dürfen uns sicher sein, dass der Gott, der uns in der Vergangenheit immer und immer wieder geholfen hat, uns vergeben hat, uns gestärkt hat, uns aufgeholfen hat, dass er auch in der Zukunft dasselbe tun wird, weil er sich niemals verändert. Jesus Christus ist gestern und heute und bis alle Ewigkeit derselbe. Und so können wir im Glauben vorangehen. Denn der andere halbe Stamm Manasse so wie die Rubeniter und Gaditer haben ihr Erbteil empfangen das ihnen Mose jenseits des Jordan gegen Osten gab so wie Mose der Knecht des Herrn es ihnen gegeben hat wir haben davon bereits in vierte Mose und auch in fünfte Mose am Anfang des Buches gelesen von Aroer an das am Ufer des Aronflusses liegt und der Stadt die in der Mitte des Tales ist und die ganze Ebene Medeba bis nach Dibon und alle Städte Sihons des Königs der Amoriter der in Hesbon regierte bis an die Grenze der Ammoniter dazu Gilead, das Gebiet der Geshuriter und Maachad-Titer, und der ganze Berg Hermon und ganz Baschan bis nach Salcham und das ganze Reich Ochs in Baschan der in Astoroth und in Edrei regierte er war noch von den Rephaitern übrig geblieben Mose aber hatte sie geschlagen und vertrieben die Söhne Israels aber vertrieben die Geshuriter und Maachad-Titer nicht sondern Geshur und Maachat Blieben wohnen unter den Söhnen Israels bis zu diesem Tag. Ich den ersten Hinweis darauf, dass in den weiteren, in den weiteren, im weiteren Verlauf der Eroberung von Kanaan der Kampfesgeist und die Strenge, mit der diese Eroberung durchgeführt werden sollte, nachgelassen hat. Da blieben kananitische Völker übrig und offensichtlich noch lange Zeit danach. Nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil, denn die Feueropfer des Herrn, des Gottes Israel, sind sein Erbteil, wie er ihm verheißen hat. Und Mose gab dem Stamm der Söhne Rubens seinen Anteil nach ihren Geschlechtern, sodass zu ihrem Gebiet gehörte von Aroer an, das am Ufer des Arnonflusses liegt, samt der Stadt mitten im Tal und der ganzen Ebene bei Medeba, Hesbon und alle seine Städte, die in der Ebene liegen, Dibon, Bamot, Baal und Bet-Baal, Meon. Yachza, Kedemot und Mephaat, Kirjataim, Sidma, Zeretzaha auf dem Berg in der Talebene, Bet-Peor, die Abhänge des Piska und Bet-Jesimut und alle Städte auf der Ebene und das ganze Reich Sihons des Königs der Amoriter, der in Hesbon regierte, den Mose schlug, ihn und die Fürsten Midians, Evi, Rekem, Zur, Chur und Reba, die Gewaltigen des Königs Sihon, die im Land wohnten, auch Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Söhne Israels mit dem Schwert zu den übrigen Erschlagenen, so auch seine Geschichte, haben wir ausführlich uns angeschaut in vierte Mose. Und die Grenze der Söhne Rubens bildete der Jordan und sein Ufer, das ist das Erbteil der Söhne Rubens nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Dem Stamm Gad, den Söhnen Gad gab Mose seinen Anteil nach ihren Geschlechtern, so sodass zu ihrem Gebiet gehörte Jaesa und alle Städte in Gilead und das halbe Land der Ammoniter bis nach Aroer, das vor Rabba liegt. Und es reichte von Hesbon bis nach Ramat Mitzbe und Betonim und von Machanaim bis an das Gebiet von Lidebier. In der Talebene aber Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot und Zaphon, der Überrest von dem Reich Sihons, des Königs von Hesbon, und den Jordan zur Grenze bis an das Ende des Sees Genezareth, was jenseits des Jordan gegen Osten liegt. Das ist das Erbteil der Söhne Gats nach ihren Geschlechtern, die in Städte und die Städte und ihre Dörfer. Und Mose gab dem halben Stamm Manasse seinen Anteil. Und er wurde dem halben Stamm der Söhne Manasses nach ihren Geschlechtern zuteil. So das ihr Gebiet reichte von Mahanaim an, ganz Baschan, das ganze Reich Orks des Königs von Baschan und alle Dörfer Jais, die in Baschan liegen, 60 Städte. Und das halbe Gilead, Astaroth, Edrei, die Städte des Königreichs Ochs von Baschan, gab er den Söhnen Machias, des Söhnes Manasses, dem halben Teil der Söhne Machias, nach ihren Geschlechtern. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir vertrauen dürfen, dass du uns auch in der Zukunft genauso helfen wirst und genauso geistliche Siege schenken wirst, wie du es in der Vergangenheit getan hast. Und Herr, lass uns, wie die Israeliten auch im Glauben vorangehen, so wie die Israeliten damals Land ausgeteilt haben, was noch zum Teil erobert werden musste, dass wir im Glauben vorangehen und deutlich machen, dass wir davon ausgehen, dass du dich für unsere Probleme, dich für unsere Probleme annimmst. Und dafür sorgst, dass sie gelöst werden. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.